Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier, der LandsTV natürlich mal wieder. Und ja, unser SK-Sturm hat ja mal gewonnen. 4-0 gegen Altach. Also ganz, ganz souveräner Sieg, muss man sagen. In der ersten Halbzeit war das ganze Thema eigentlich schon durch. Also und ja, das war souverän von Anfang bis Ende eigentlich. Man hat nicht wirklich was zugelassen, großartig, von den Altachern aus. Also von Sturm aus natürlich, man hat nicht viel von den Alterern zugelassen. Und ja, am Ende wurde es dem dann ein sehr souveränes 4-0. Gehen wir das Ganze chronologisch mal kurz durch. In der 9. Minute Kuhn, der sowieso auch eine sehr starke Partie auf dem Feld gebracht hat, mit der Flanke in den 16er. Und da steht Ivan Lubitsch auf halbrechter Position und haut den Ball rein. Zum frühen 1-0 für den SK Sturm. Lubitsch sowieso zuletzt in Hartberg schon Schütze. Der wird noch ein richtiger Goalgetter, wenn der so weitermacht. Dann bleiben die Blackies allerdings gut dran. Man merkt, Altach spielt auf Ballbesitz und Sturm ja, schon in die Tiefe. Also man versucht es mit schnellen Bällen in die Spitze und das gelingt auch in Minute 17. Ein steiler Ball auf Jakob Janscher, auch der sehr, sehr starke Leistung, kann man mal vorwegnehmen. Janscher zieht aufs Tor, legt im letzten Moment ab, punktgenau für Friesenbichler und der macht dann sein, ich glaube, erstes Tor im Sturmdress und eben auch das frühe 2-0. Und man muss auch sagen, damit war die Sache eigentlich im ersten Durchgang, in der ersten Halbzeit dann auch schon entschieden. Von Altach kam eigentlich nicht viel. Da gab es, glaube ich, einen Distanzschuss nach einer halben Stunde so circa. Das war dann schon das einzig wirklich Gefährliche von den Gästen aus Vorarlberg. Und Sturm legt dann knapp vor der Pause dann auch noch einen drauf. Hoher Ball auf Janscher, der legt punktgenau ab für Kitaischwili. Der macht dann nochmal einen Haken, lässt damit seinen Gegenspieler ja ein bisschen von sich Abstand nehmen und haut den Ball dann auch ins Eck zum frühen 3-0, muss man sagen. Und das war dann auch der Pausenstand und da war eigentlich, wie gesagt, alles schon entschieden. Auch in der zweiten Halbzeit ging es munter weiter. Über die linke Seite, glaube ich, Kuhn war es mit dem hohen Ball auf Jakob Janscher und der haut den Ball dann auch, bringt ihn noch über die Linie. Da war zwar der Altach-Schlussmann noch dran, trotzdem war es dann doch zu wuchtig und das war eben in Minute 53. Das 4-0 war dann eigentlich auch schon der Endstand. Wenig später dann von Altach noch eine dicke Möglichkeit. Die hatten dann in der 58. im 16 eine Gelegenheit, trafen da nur die Latte. Das war da ein bisschen Glück, aber ansonsten, ja, gab es dann auch Chancen hier, hüben wie drüben, so ein bisschen was. Also Hierländer hatte, glaube ich, die beste Chance dann noch für Sturm, scheiterte dann an, ich glaube, Casali stand im Altachkasten. Ja, und das war es dann im Endeffekt auch schon. Also ein souveränes 4-0 für die Blackies. Der erste Dreier ist eingefahren, kann gerne auf jeden Fall so weitergehen. Und ja, ich glaube auch von den kommenden Aufgaben her werden die Blackies ja das dann schon zusammenbringen. Also von dem her, schreibt ihr mir natürlich gerne wie immer in die Kommentare, was ihr zu der Partie vom Sonntag sagt. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der LandsTV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich und bis dann. Ciao, ciao.